Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil 3, dem Remake. Wir sind wieder mit Jill am Start. Nachdem ihr von Carlos der Impfstoff verabreicht worden ist, scheint es ihr wieder ganz gut zu gehen. Carlos ist losgezogen und will die Stadt retten oder die Explosion verhindern, denn auf die Stadt soll am 1. Oktober, wir haben den 1. Oktober, ein Raketenangriff stattfinden. Um alles biologisches Leben in der Stadt zu vernichten. Um vermutlich das Virus einzudämmen. Gut. Wir fangen an. Hey, Sonnenschein. Du hast mich gerettet. Einen Scheiß habe ich. Das war Carlos. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt. Verrückter Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller, ein Hoffnungsschimmer für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Sehr gut. Okay, ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Die Lagerungsanlage ist tief unter diesem Krankenhaus. Hab den Kontakt zu Carlos verloren. Erwarte also Ärger. Oh. Okay. Wie ich gerade sehe, gibt es wieder neuen Loot. Das ist erstmal sehr gut. Stimmt, die Pistole lag hier ja noch. Feuerstoßmodell E19. Mit 33 Schuss, die drei Feuerstöße verschießt. Ob die besser ist? Weiß nicht, wir haben so ein kleines Inventar. Pass auf, wir versuchen das mal mit der. Dann packen wir die andere aber erstmal in die Kiste. Weil ich weiß nicht. Okay, Einzelschuss ist auf jeden Fall möglich. Okay, ja gut, jetzt haben wir ein paar Schüsse getestet. Nicht schlimm. Passt schon. So, ist das Zimmer leer? Ja. Okay, dann suchen wir nochmal die Lobby ab. Ob hier noch was hinzugekommen ist. Okay, sieht im ersten Blick nicht so aus. Aber warum ist sie denn? Warum ist die Lobby rot? Lobby rot. Lobbyrot. Ah, muss ich nicht verstehen, oder? Oder gehört das die Kiste noch mit zur Lobby? Okay, tut sie. Gut, ich bin aber dafür, dass wir erstmal alles ablaufen, wo über noch ein Schloss ist. Da war noch auch ein Tresor, ne? So, Mädels, bleibt mal alle liegen, bitte. Ja, da müssen wir auch noch raus, stimmt. Aber erstmal haben wir hier noch ein Schloss. So, das machen wir mal auf, bitte. Bitte, den Dietrich. Ich hätte echt gedacht, Carlos findet seinen eigenen Dietrich. Magmunition. Für den Magnum wahrscheinlich. Alles klar. So, jetzt haben wir den Bereich nämlich auch auf Blau. So, was hat er gesagt? Der Keller ist tief unter dem Krankenhaus, ne? Ah ja, papp, 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 papp. Geradeaus. Ja, Innenhof, wir müssen. Auf jeden Fall zum Innenhof. Oh Gott, Leute. Wirklich? Thank you.
Eine Explosivgranate und 5 Schuss. Okay. Warte, wie viele Viecher hat... Das waren doch die Viecher aus der Kanalisation, oder nicht? Wie viele Viecher hatten der da gezüchtet? Oder war das Teil 2? Ich bringe ja schon alles durcheinander. So. Okay, das Labor ist wieder rot. Habe ich irgendwas verpasst? Labor ist wieder rot. Warum ist das wieder rot? Ah. Das sieht mir nach Nikolais Werk aus. Ja, Mädel, du brauchst echt eine Inventarerweiterung. Und ich will auch nichts liegen lassen. Okay, wir wissen, dass hier Sprengstoff liegt, der ist markiert. Wir rennen erstmal die Treppe hoch. Wir müssen ja auch noch in diesen Bereich vom Krankenhaus rein, wo wir in den Innenhof runterspringen können. Das war ja dieser... Weiter gehen wir ganz hoch. Dieser Bereich hier unten, da frage ich mich... Ist ja alles wieder voll hier. Gut. Dann rennen wir halt alles nochmal ab. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, eine Pistole zu nehmen, die dreimal schießen kann. Weil die so ungenau wird, vermute ich. So, So, wir rennen mal zum Aktenraum, speichern mal kurz ab. Mal gucken, wie viele Viecher wir noch von diesen Kanalisationströten da uns entgegenkommen. Ich weiß gar nicht, kann man irgendwo gucken, was für eine Spielzeit wir haben? Herausforderung. Reicht 14 von 58, okay. Explosivgranaten. Pass auf, die Magmunition packen wir weg. Lad die Möhre mal nach, bitte. So. Ich habe Brandgranaten geladen. Du kannst nicht nachladen, wenn du keinen Platz hast, ne? Was hast du denn jetzt drin? Brandgranaten sind drin. So, jetzt solltest du ja... Ah, okay. Verstau die mal. Du hast 6 von den Explosivgranaten geladen. Das ist auch sehr gut. So. Auch mit dem grünen... Also irgendwas habe ich das Gefühl... Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir die benutzt haben. Bestimmt habe ich wieder irgendwas voll Wichtiges verpasst. So, lad nochmal nach, bitte. Lad nochmal nach. Speicher nochmal. Nicht nachladen. Nachladen kommt noch. Oft genug bestimmt. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Klappe halten. Bleibt ihr alle bitte liegen? Ich hab gerade gesagt, bleibt bitte liegen. So ist fein. So ist fein. So, schnell aufmachen hier. Noch ein bisschen Pumpenmunition.
Alter, wie viel Schuss frisst du denn? Das ist ja nicht mehr normal. So, dann ist der auch leer. Vielleicht kriegst du ja noch, liebe Jill, 5 Inventarerweiterungen. Oder zumindest erstmal eine. Ich rüste schon mal aus, weil ich das ungute Gefühl habe, dass... Du bleibst einfach liegen. Okay, bitte. So, hier haben wir nämlich auch noch... So, hier müssen auch noch welche drin sein, eigentlich Zombies, ja. Okay, Schießpulver. Lag das da mit Carlos auch schon oder konnte Carlos das einfach schlichtweg nicht mitnehmen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hier. Lol. Warum ist der auf? Bei Carlos war der doch zu. Ich fürchte, wir haben dann wieder mit Carlos irgendwas übersehen. Ich sag ja auch, Nemesis, der wird mit Sicherheit irgendwo nochmal auftauchen. Wenn er nicht sogar der Endboss von dem Spiel ist. Mag-Munition. Nicht das, was ich mir erhoffe. So, hier muss aber noch was rumliegen. Ich denn hier noch was rum? Ah, ein Kraut. Stimmt, das habe ich mit Carlos gleich vergessen. Ne? Ja, jetzt sind wir aber wieder voll, ne? Ja, Sprengstoff, okay. Also liegt hier nur noch Sprengstoff, wie mir scheint. So, haben wir alles durchsucht. Hier ist nichts mehr. Wie kommen wir da unten hin? Das gucke ich mir erstmal gleich mal eben an. So, hier scheint echt nur noch Sprengstoff zu liegen. Gut, dann gehen wir mal wieder hier raus. Wir gehen da raus. Da können wir uns dann durchducken. Geht das? Ja, dann lauft er auch durch. Stopp mal. Nein, 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 nein. Wir gehen nochmal zurück. Wir machen das nochmal anders. Wir rennen nochmal kurz zum Speichern und holen nochmal den Sprengstoff da raus. Du packst weg die Mag-Munition, das Kraut. Das Schießpulver. Nochmal den Sicherheitssafe. Danke. So, dann ist das nämlich... Auch blau der Raum, sehr schön. Sprengstoffpulver. Ah. So, das wird gleich mit verstaut. Wobei, nehmen wir raus. Haben wir noch B? Oder haben wir nur A? Ne, wir haben nur A, ne? Gut, pack wieder rein. Ich glaube, ich werde das Sturmgewehr vermissen. So.
So, jetzt Kabel nochmal durch, bitte. So. Dann haben wir nämlich dieses kleine Stück hier unten. Hier liegt hier irgendwas? Nein, hier liegt gar nichts. Gut, dann wollen wir mal gucken, was in der Kiste unten drin ist. Okay. Sieht wichtig aus. Kopfschmerzen garantiert. Sieht vor allem brutal aus. Ach, das ist die Mag. Ah, okay, alles klar. Die Wumms bestimmt ordentlich. Aber die lassen wir erstmal noch. Hä? Ach, da müssen wir runter. Okay, gut. Dann ist ja noch besser. So. Dann gehen wir wieder hier rein. Dann können wir nämlich nochmal eben fix... Ne, können wir nicht. Müssen wir einmal komplett rumlaufen. Weil dann sollten wir hier im Krankenhaus erstmal alles soweit haben, ne? Glaube ich zumindest. Hier im Labor war das. Sprengstoff B. So, gut. So. Gut, dann rennen wir jetzt da runter. Ja, du, das ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Erschrocken, Mensch. Er kommt da einfach aus nichts in das Vieh. Na gut, hätte ich ja mit rechnen müssen, dass das noch nicht alles gewesen ist. Gut, so, pass auf. Du machst das Ding auf. Dann können wir da schon mal runter. Ah, Dietrich ist fertig. Gut, dann können wir den aus dem Inventar schmeißen. Aber noch nicht. Ich will mal eben ganz kurz... Hast du noch was zu sagen? Nee, hast du nicht. So, dann pass auf, den Dietrich pack mal rein. Nimm dir einmal Sprengstoff A heraus. Kombinier die beiden mal. Gut. Dann verstauen. Kann ich eigentlich auch A und A kombinieren? Er gibt zwei Einheiten, Explosivkanal kommt. Nee. Und das bringt Magmunition, ne? Ja, Schuss ist ja schon fast lächerlich. So, verstau die mal, verstau die mal. Aber die holen wir uns wieder. So, nochmal speichern. Und dann werden wir uns mal in die Kelleranlage begeben. Genau. Wenn wir die Pistole jetzt mitnehmen, die... Pass auf, dann haben wir immer noch drei frei. Das sollte reichen. Pass auf, wir nehmen die mit. Wo ist sie? Die lassen wir da. So, die nimmst du raus. Plus die Munition. Dann haben wir sie zumindest erstmal mit. Weil die hat bestimmt, ich denke mal, die ballert. Das ist wie diese super Geschosse, da wollte ich gerade sagen, aus Teil 2. Diese hochenergetischen Geschosse, die die Zombies mit einem Schuss getötet haben. So, dann willkommen in einem neuen Bereich. Die Spannung steigt. Okay, ganz viele Umbrella-Sicherheitscontainer, vermute ich mal. Das muss der Weg nach unten sein. Ja, das ist auch bestimmt der Weg, wo uns wieder irgendwelche Viecher angreifen. Okay, sind wir schon wieder voll im Inventar.
Achso, das ist ein Fahrstuhl, wa? Okay. Hier kommen wir nicht lang. Nein, da war ja der ganze Dreck im Weg. Okay. Und Teil 2 sind wir zuletzt hochgefahren. Mit dem Fahrstuhl. Hier fahren wir wieder runter. Das ist alles so. Na gut. Drücken wir mal. Mal gucken, was passiert. Ab in den Keller. Okay, wirklich viel tiefer sind wir jetzt nicht gefahren. Warum sind hier Lichter an im Auto? Wieso hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Ja, weil abgeschlossen war. Hast du doch gesehen. Hast du doch aufgeknackt. Okay, das scheint mir eine Abkürzung zu sein. Was ist das hier? Ah, okay. Damit können wir bald da hoch zur Tür. Okay. Da ist nochmal ein Kraut. Das ist bestimmt die Steuerung. Liftschalter. Liftschalter, okay. Dann können wir wieder zu den großen hochfahren. Ah, das war schon. Okay. Ziemlich minimalistisch. Da durch? Nein, kommst du nicht. Alter Liftschalter, okay. Alles klar. Gut, du packst weg. Und das packst weg. Und das packst du erstmal weg. Ah, wir haben gar keine Heilung mit, sehe ich gerade. Ganz schlecht. Ganz schlechte Idee. Nimm nochmal ein Erste-Hilfe-Spray mit. Ich sag ja, Jill, so eine Inventarerweiterung. Siehst du wohl. Gott sei Dank. Das ist. Da geht's wahrscheinlich weiter. Gut. Fahrstuhlnotiz an alle Mitarbeiter. Wir haben ein Problem mit dem Schaltkasten festgestellt, bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermaschinen ihn überlädt und die Sicherung durchbrennen lässt. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen und den Aufzug nicht zum Laufen bringen können, bleiben Sie bitte ruhig. Sammeln Sie die Sicherung von den im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren und starten Sie damit den Hauptgenerator so schnell wie möglich neu. Alles klar, das ist ja dann die nächste Aufgabe, die wir haben, ne? Okay, jetzt haben wir jetzt 4 Plätze frei, sehr gut. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir können in beide Richtungen gehen. Ich will das mal hier rein. Ich will hier rein. Weil das die zu ist, das ist bestimmt eine Abkürzung. Ach, guck mal. Ist das nicht der andere, Nikolai, oder wie der heißt? Kann ich das Ding... Nein, kann ich nicht. Schade. Durchgespielt, Thema erledigt. Irgendwas gewesen, ne? Vielleicht gut, ich vermute, wir müssen hier... Oh Gott, ist das riesig. Gut, ich denke, wir müssen hier runterspringen. Und da kommt bestimmt gleich wieder irgendwas Großes auf uns zu. Das ist wie so eine Kampfarena. Okay, da können wir nicht umstellen. Da kommen wir nicht hoch. Liegt hier noch irgendwo etwas rum? Nee. Gut, dann vermute ich, dass wir hier rein müssen, wa? Oh Gott, irgendwas passiert mit Sicherheit gleich. Oh Gott. Gib zu, ich respektiere deine Zähigkeit. Aber leider enden unsere Spielchen hier. Ah. Du glaubst, es ist vorbei? Na, fällst du runter? Oder irgendein fettes Vieh kommt wieder runter? Ja, wusste ich doch. Warum bist du denn eben nicht runtergefallen? Was für eine Art von Zombie bist du bitte? Eine Tote Art. Aber warum
Achso, jetzt kann ich auch das Ding benutzen. Okay, gerade eben ging es nämlich nicht. Okay, hier ist der Ort, wo wir diese drei Sicherungen reinpacken müssen, von dem wir eben da in diesem Bericht gelesen haben. Dass sie so weitläufig hier verpasse ich bestimmt irgendwas. So, fahren wir hoch. Hey, sogar mit Sicherheitsmechanismus. So, das ist Sicherung Nummer 1. Beziehungsweise in diesem Fall Nummer 3. Pistolenmunition. Blindenmunition. Ah, ist voll. Toll, wir kommen nicht zum Speichern zurück, ne? Weil wir da ja runtergesprungen sind. Das ist jetzt ganz schlecht, wisst ihr das? Wir kommen... Verdammt. Kommen wir eigentlich... Ne, kommen wir nicht. Okay. Gut, dann müssen wir wohl. Alter, hab ich erschrocken. Mensch! Ich hab's. Achso, das sind nur Hunde. Das waren Hunde. Ich dachte, das sind wieder diese großen Viecher gewesen. Ich will doch nur speichern. Ich will doch nur speichern. Das war Dr. Barts Kollege. Sackgasse. Nein, Moment. Ach, da passt du durch. Aber das Ding fällt dir nicht um den Kopf. So, das Kraut können wir nämlich nicht mitnehmen. Ah, doch, können wir. Aber ich würde gerne... So, da sind wir runtergegangen, das erste Mal. Ist das vielleicht schon die Abkürzung? Was ist denn für ein Kugelschwamm? Mitarbeiternotiz. 12. September. In N2 aufgenommen. 45 männliche, 32 weibliche. Entsorgt 60 männliche und 69 weibliche. Okay, hier werden wohl Versuche oder sowas. Oder Infizierte. 15. September. In N2 aufgenommen. 55,19 männliche. Okay. 51 weibliche. Entsorgt 76 weibliche. Zurückgebracht. Zurückgebracht wurden auch welche. 8 weibliche, die nicht infiziert waren. 22. September zu N2, 25, 22, 15 männliche, 16, 21, 29 weibliche, entsorgt 6 männliche Exemplare, 9 weibliche. Entsorgungen nehmen täglich zu, präventiv alle über 30 Jahre entsorgt. Okay. 24. September, nächtlicher Transfer durch Schwester beobachtet. Aufnahme in Untergrundeinrichtung zeitweise ausgesetzt. War das das, was die da gesehen hat? Auf dem Tonband. Muss man ja schon leider vermuten, ne? Ne, das ist gar nicht zurück. Das ist die andere Seite von dem Dings. Ja, mach das mal auf. Aber das Gute ist, wir können einmal speichern. Beziehungsweise Sprengstoff verstauen. Und wir haben... Immer noch. Trotzdem nicht genug Platz, ne? Das ist unnormal. Das ist echt unnormal. Pass auf, die Versicherung verstauen wir hier auch nochmal, dass wir zumindest ein bisschen was mitnehmen können. Aber meine Lieben, das war's für diese Folge. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit beim Spielen vergeht. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt an der Folge. Und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge wieder. Habt eine wunderschöne Zeit. Macht das Beste draus. Bis dahin.